Servus Leute, heute mache ich ein neues Video mit euch, diesmal mit Jackie zusammen. Hallo. Es geht um den Automatikführerschein und ich nehme ein bisschen das Fahren in die Waschanlage auf. Da mein Auto dreckig ist, wird das sowieso Zeit. Und ja, den Rest gibt es nach dem Intro. Wir fahren gerade durch den Tunnel, das ist gemein. Wir sehen uns gleich danach. Ciao. Ich warte also jetzt im Hintergrund. Ich gucke mir das Video von Jackie an und werde immer mal einschreiten, wenn ich glaube, man müsste noch was dazu erklären. Viel Spaß. Also zum Losfahren ziehe ich erstmal die Handbremse runter oder löse sie, lege den Rückwärtsgang ein. Dabei muss man auf der Bremse stehen, weil sonst geht es nicht. Dann gucke ich natürlich, dass ich niemanden umfahre. Mensch, Jackie, du musst deinen Kopf schon umdrehen, sonst siehst du doch nach hinten nichts. Wir haben noch nicht mal eine Rückfahrkamera im BMW. Also nach hinten gucken und den Kopf drehen. Fahren wir selber ins Auto im besten Fall. Dann um den. Was ist das denn? Ja, es ist der Vorwärtsgang. Beim Automatik nennt sich das aber D wie Drive. Vorwärtsgang reinzukriegen, muss ich wieder die Bremse drücken und dann in D schalten. Dann können wir losfahren. Okay, welche zwei Pedale bedienst du jetzt die ganze Zeit? Nur Gas und Bremse. Mit welchem Fuß? Mit dem rechten. Okay. Findest du Automatik bequem oder? Ja, doch, ist entspannter auf jeden Fall. Privat fährst du aber einen Schaltwagen, ne? Das ist richtig, ja. Würdest du dir jetzt als nächstes Auto eine Automatik kaufen? Ja, kommt drauf an, wann das nächste Auto ansteht, also. Nächsten Jahr wäre dann wahrscheinlich nicht, aber sonst. Achso, wovon machst du das abhängig? Kohle oder? Ja, auch Kohle, Alter, Lebenssituation. Okay, Automatikautos sind nämlich teurer, ne? Mhm, ein bisschen. Ja, denkst du, für Fahrschüler ist Automatikfahren einfacher oder schwerer? Also am Anfang auf jeden Fall einfacher, weil man sich natürlich nicht aufs Schalten konzentrieren muss und sich da erstmal keine Gedanken drüber machen kann oder machen muss und sich nur auf den Verkehr erstmal konzentriert. Und ja, wenn man halt nachher doch nochmal Schaltwagen fahren möchte, dann ist es halt etwas komplizierter. Aber sonst ist es erstmal einfacher. Okay. Ich glaube auch, dass Fahrschüler dann mehr Zeit haben, sich auf so Situationen wie der Kreisverkehr jetzt vor uns da vorzubereiten, ne? Da braucht man nicht zu schalten und gar nichts. Das stimmt wohl. Das ist natürlich sehr cool. Das ist doch mal richtig cool, auch mal nicht nur meine Meinung zu dem ganzen Thema zu hören. Jackie fährt auch gerne Automatik, sie hat aber vollkommen recht, es hat natürlich auch was mit Geld zu tun, hat auch teilweise was mit dem Auto zu tun. Beim Automatikfahren sind sich nicht immer alle einig. Viele haben ja auch geschrieben, das ist reine Geschmackssache, das kannst du so nicht sagen, dass Automatik besser ist. Nee, das kann ich auch nicht sagen, aber in der Zukunft. Ja, dass so ein Porsche 911 geschaltet grundsätzlich geiler ist, ja. Aber das, was jetzt in nächster Zeit kommt. Also beim Kanal geht es auch ganz viel darum, was in nächster Zeit kommt. Ja, ich finde es cool und ich möchte mich mal wieder bedanken. War nur ein ganz kleines Video. Also danke für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich über ein Like und natürlich über so ein Abo freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Philipp. Ciao.